Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Valhalla. So, haben wir hier noch irgendwas zum Aufwerten? Nö, sieht nicht danach aus. Gut. Das erste, was ich mal machen werde, ist, wir werden mal in die Dunkelheit verschwinden. Und dann gucken wir mal. Ich muss mich in Acht nehmen. Da Was siehst du, hinten. alte Freundin? Da hinten müssen wir hin. Versuchen wir nur einzelne Personen auszuschalten, wenn nicht anders geht. Ist ja noch ein Buch hier irgendwo. Aber ich sehe den da schon da drin, oder? Was tue ich jetzt nur? Sprach sie mit dir auch über die Schrift des Verräters? Meine Seele ist in Aufruhr. Sie sprach offen von einem Verrat der Engel, dass die Menschheit verkommen ist und nie Erlösung finden kann. Wenn du das ernsthaft glaubst, bist du bereits an den Herrn der Engel verloren. Wenn ich den Brief stehlen könnte, ohne den Gesandten zu töten, würde ich mir Ärger ersparen. Hättest du das nicht vor? Alfreds erwählter Alderman ist ein Tarn namens Tedmund. Abt Künebert wird das wissen wollen. Ich sollte mich mit Basim und dem Abt in Volkanstan treffen. Wisst ihr, sie hätte doch schon mal da oben was sagen können. Als sie hier drauf saß. Dass man den nicht töten soll. Jetzt ist er tot. Scheiße. Wir gehen mal jetzt einfach irgendeinen Weg hier, ne? So, wo sollen wir jetzt als nächstes hin? Hier unten. Ich würde gerne in solchen Sachen. Komplett mit der ganzen Kuchen. So als Überfallkommando, weißt du, als Raubzug. Warum wird mir das denn nicht angeboten, sag mal? Meum es.
So eine Festung wäre doch ideal, wisst ihr? So, keine Ahnung, das Horn blasen und dann volle Kanne los. Aber das wird mir ja nicht. Oh, das sind Wildschweine. Unten, Luchs. Luchse waren das hier, ne? Ja, ich glaube. Ja, ich würde mal gerne wissen, warum das nicht so ist. Oh, in dem Dorf gibt es Örlik. Von hier wisst ihr Bescheid. Wir brauchen noch mal ein bisschen Ruhe von dem ganzen Gedöns. Aber eventuell. Willst du statt Oh, du musst Köpfen mal zur meinen Abwechslung die probieren. Würfel rollen Abt lassen? Kühnebert bekommen wir hier nur selten zu Gesicht. Welcher Abt? Du weißt schon, der Reiche aus dem Kloster, wo das Ale gebraut wird. Er hält die Hälfte der Männer im Schier von ihren Frauen fern. Da, noch ein Grund, nicht zu heiraten, um nicht mit einem versoffenen Nichtsnutz gestraft zu werden. Wenn du auf einen Nüchternen wartest, stirbst du als alte Jungfer. Schön, dass die alle durcheinander. Ich hasse das. Weil wir haben jetzt nichts von dem gehört, was die beiden jetzt miteinander besprochen haben. Guck mal. Aber von der Seite irgendwie. Da rinkommen und dann da irgendwie was ausrichten können. Jetzt reden sie nicht mehr miteinander. Scheiße. Eivor, bringst du Neuigkeiten? Kents neuer Aldermann wird Tarn Tedmund sein. Tedmund? Oh, der Herr will mich prüfen. Ihr Dänen macht ihn zu einer Maus. Er verlässt kaum seine Feste in Hofeskester. Wie könnte ich Einfluss nehmen, wenn er nicht mit mir spricht? Oder mit irgendwem? Ein Rätsel. Treue entsteht, wenn Tedmund dir etwas schuldet. Wie zum Beispiel sein Leben. Fahre fort. Eine gestürmte Feste, ein entführter Mann. Wenn du seinen Feind in die Flucht schlägst, ihn vor dem sicheren Tod bewahrst, wäre seine Dankbarkeit... Enorm? Ha, völlig grenzenlos sogar. Doch diese Feste wird schwerer zu öffnen sein als die Schenkel einer Nonne. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Verbirgst du etwas vor uns, Bassem? Es gibt ein Holzfällerlager in der Nähe. Beamersfield! Alfred hat Westsexe teuer befestigt. Mit unseren Wäldern. Das Lager versorgt ihn mit Holz. Tedmund ist dort. Unmöglich! Woher willst du das wissen? Ich hörte, dass Tedmund aus dem selbstgewählten Exil gelockt wurde, um die Befestigung von Kantuarbruch zu beaufsichtigen. Ihn sich in einem Holzlager zu schnappen, ist weniger gefährlich, als eine Feste anzugreifen. Aber dein Rettungsversuch wird nicht denselben Eindruck machen. Ist es das wert? Das könnte dennoch klappen. Ja. Ja. Bring ihn zum Felsenring. Und Fulke? Wenn ich Tedmunds Treue habe, sollst du Fulke bekommen. Geh. Ich werde einen kleinen Rettungstrupp aufstellen. Der Handel in Rakulfa und Tunbrück läuft prächtig. Die zahlen gut für meinen Fang. Die Mönche? Essen diese pergamentfarbenen Christen auch mal Fleisch? Glaubst du nicht? Einmal noch, ich sag's dir. Wenn der noch einmal über meine Stiefel oder Haare meckert, spalte ich ihn in zwei... Dieser Abt gefällt mir nicht, Bassem. Er ist eigennützig und weicht aus.
Kann er uns Fulke wirklich liefern? Der Abt ist ein Freund Fulkes, das ist offensichtlich. Solange er unsere Absicht nicht erahnt, könnten wir Glück haben. In der Tat. Das erinnert mich an eine Geschichte, vielleicht kennst du sie. Der Skorpion und der Frosch. Eine Kindergeschichte? Eine warnende. Der Skorpion will den Fluss überqueren, doch er kann nicht schwimmen. Also holt er einen Frosch zur Hilfe. Der Frosch willigt ein, ihn zu tragen, nachdem er dem Skorpion das Versprechen abgerungen hat, ihn nicht zu stechen. Lass mich raten. Der Skorpion wird wortbrüchig, gibt seiner Natur die Schuld und beide ertrinken. Der Skorpion überquert den Fluss und sticht einen unschuldigen Mann, der stirbt. Was will uns das sagen? Dass deine Geschichten schwammig sind und ihre Bedeutung noch mehr? Dass jede Geschichte 1000 mögliche Enden hat, von denen viele überraschend sind. Wenn der Abt Fulke nicht liefert, wird er durch meine Hand sterben. Und wir setzen unsere Suche fort. Ein ernüchternder Ansatz. Bemersfield liegt direkt vor uns. Geh voran, ich folge dir. Ich hoffe, diese Jagd bringt uns eine fette Henne. Sobald der Abt Tedmunds Dankbarkeit hat, wird er Fulke ausliefern. Mehr als das wird es uns nicht kosten. Wenn dieses geistige Senkblei sein Wort hält, ich sollte mein Gesicht verdecken. Ah, du arbeitest lieber im Verborgenen. Was? So sei es. Oder auch nicht. Hat es jetzt schief gelaufen? Oh. Leide! Leide! Ich töte dich! Dein Schicksal! Weiter so, Crack! Ich schaff es nicht! Hatte ich nicht gerade Feuer angeschmissen? Zurück dort! Na nun, tun wir doch. Geh schon aus! Wir haben ein Destin in der Form! Ah, du arbeitest lieber im Verborgenen. Was? Wir haben ja gerade beim Hule gemacht, wisst ihr? Wir arbeiten hier überhaupt nicht mehr im Verborgenen, mein Junge. Wir sind wie Rasende, am besten! Wir sind wie Rasende! Fleot! Oh, das ging jetzt aber ohne Dings. Ist er da drin irgendwo? Da hinten ist er. Was geht da vor sich? Zurück an die Arbeit! Zeit ist Geld und ihr verprasst das meine! Stellt ihr die Befehle des großen Tans Tedmund in Frage? Ich werde euch auspeitschen lassen! Wenn ich wahllos einen Stein werfe, treffe ich ein Dutzend Männer, die fähiger sind als ihr. Wie im Wespennest. Wir haben einen Soll zu erfüllen. Wir müssen die Dänen von Kent fernhalten. Okay, das haben wir gehört. Hat man denn nie seine Ruhe?
Versteckst du dich im Gebüsch? Hey, was? Ist das? Oh, Alter. Junge, Junge, nee. Du bist Frühleich, ist es vorbei. Kommt, Brüder, beendet. Moment! Sind wir Rasende! Fleot! Mensch! Schütze! Fundiat oder Werusa! Nee, ich hab kein Seil, Alter! Fleot! Schütze! Fundiat oder Werusa! Gahunen, for your relief! We sind Birasene! Fleoth! Manu, stolper doch nochmal. Oh, Alter, ernsthaft jetzt! Gahunen, for your relief! Schütze! Fundiath, Alter, was kann ich denn machen? Alter, willst du mich verarschen hier, verfluchten Viecher? Fick. Es ist nicht so, wie ihr denkt! Machen! Mörder! Hilf mir! Alter, wenn der jetzt wieder weg ist, ist was los. Junge, nee, Alter. Ich bin nicht der, für den ihr mich haltet! Lasst mich gehen! Hör auf, rumzujaulen und du überlebst! Überleben! Oh, Heilige, beschützt mich! Schweigen wird dich retten, Tedmund. Schweigen, nicht deine Heiligen. Her! Hunderte Meter laufen. Ich hab so eine Scheiße schon mal bei Red Dead Redemption durch. Die ganze Zeit versuchst du den zu verfolgen, rennst hinter den her und hast ihn nicht gesehen. Und dann hast du ihn endlich gekriegt. Und am Ende ist kein Pferd in der Nähe. Und ich musste bestimmt eine Stunde bin ich umher gelaufen. Wo muss denn der jetzt hin? Wo muss der hin? Flieh! Wir haben den Mann, wegen dem wir hier sind. Bringt dieses Unterfangen dein Blut nicht auch in Wallung? Arbeitest du nicht lieber im Verborgenen?
Das haben wir doch. Wir haben den Raub dieses Mannes flink vollzogen und ohne, dass uns jemand folgt. Wir verstecken uns vor aller Augen, das ist unsere Art. Jedoch nur bis zum Moment des Erfolgs, dem finalen Schlag. Ich handle und spreche lieber offen. Könige und Jarls, die das nicht tun, werden oft missverstanden. Als Anführerin kannst du nicht leugnen, dass Ränke und Heimlichtuerei ein Mantel sind, den man gelegentlich tragen muss. Wie viele aus deinem Clan kennen die wahren Umstände von Sigurds Abwesenheit? Du siehst, was ich meine. Ein Anführer muss wissen, wann er spricht und wann er schweigt. Denn Schweigen ist nicht immer eine Lüge. Es kann sich wie eine anfühlen. Du hast dich der Idee, sich vor aller Augen zu verstecken, geradezu verschrieben, was? Voll und ganz. So wie ich es mit allem tue. Ich sehe hier die ganze Zeit schon wieder ja on-off. Alter, diese Internet hier gerade. Ich weiß ja nicht, was da los ist. Halt, Dänen! Im Namen Elfreds, König von Westsexe, verlange ich die Übergabe dieses königlichen Untertans. Komm nicht näher, Christ, sonst stirbt dieser Mann durch meine Klinge. Bitte, ich bin nicht der Mann, den ihr sucht. Behalte den hier im Auge, er wird ein hübsches Lösegeld wert sein. Eine Bewegung und ich schneide dir die Fersen durch. Wir haben deinen Mann. Beenden wir also dieses Schattenspiel und verschwinden. Bist du sicher, dass das Tedmund ist? Er ist gekleidet wie ein Lord, aber dieser Mann ist kleiner und fetter als in meiner Erinnerung. Ich bin nicht Tedmund. Wirklich nicht. Ich schwöre es beim Heiligen Kreuze. Ich bin nicht Herrn Tedmund. Was in Gottes Namen geht hier vor sich? Wer bist du? Sprich schnell oder ich schlitze dir die Kehle auf und überlasse dich den Krähen. Scherger. Ich heiße Scherger. Lord Tedmund zahlt mir einen mickrigen Lohn, damit ich seinen Doppelgänger spiele. Bruder Scherger, du bist weit von Augustins Priorat entfernt. Ich verließ das Kloster vor vielen Monaten, Hochwürdigster. Das Mönchsleben war nicht meine Berufung. Du kannst noch nützlich sein, Scherger. Vereinbare ein Treffen mit Tedmund. Locke ihn für uns heraus. Tedmund schert sich nicht um das, was ich zu sagen habe. Ich bekomme meine Befehle schriftlich, nicht mündlich. Ich kenne den Mann kaum. Dann hast du keinen Wert für uns. Vielleicht sollte ich dich einfach hier und jetzt töten. Nein. Halt, warte. Lass mich nachdenken. Dänen! Um die Mauern zu stürmen, braucht ihr Dänen. Westlich von hier gibt es ein Räuberlager, vor dem ich gewarnt wurde. Als Tedmund befahl ich einem Soldatentrupp, sie zu fangen. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sie noch aufhalten. Wenn sich ein anderer Dänenbund unserem Angriff anschließt, haben wir die nötige Ablenkung, um ins Innere von Hufeskester zu gelangen. Wenn die Sachsen sie nicht vorher töten. Für diese Männer bin ich noch immer Tedmund. Ich könnte mit ihrem Hauptmann sprechen und alles abblasen. Ein tollkühner Plan. Die Nornier spinnen verschlungene Pfade, die nicht entwirrt werden können. Anscheinend war Hufeskester immer ein Teil unseres Wegs. Abt, bleib wachsam. Wir benachrichtigen dich, wenn wir bereit sind, Tedmund zu fangen. Und dieser Narr? Er weiß zu viel über unseren Plan. Der kommt mit uns. Und wenn er mich verrät, brate ich seine Eier über dem Feuer. Das wirst du nicht bereuen. Durch meine Gerissenheit und meinen flinken Verstand wird jedes Blutvergießen unnötig. Vielleicht töte ich dich doch noch, Freundchen, wenn du nicht aufhörst zu plappern. Die Vorzüge, Tedmund zu sein, schwinden rasch dahin. Wie wird man überhaupt Doppelgänger? Musstest du anspruchsvolle Prüfungen und Herausforderungen bestehen? Ich wurde mit dem Fluch geboren, wie jemand anderes auszusehen. Wäre ich doch nur auf dem Pfad Gottes geblieben. Was brachte dich davon ab? Ich bin der siebte Sohn eines armen Bauern. Und da er kein weiteres Maul füttern wollte, gab mein Vater mich den Mönchen. Und das Klosterleben gefiel dir nicht? Ich dachte, die Regelmäßigkeit würde tröstlich sein. Stattdessen gab es nichts außer Gebeten und Schinderei. Die Nornier spinnen seltsame Schicksale. Nun hängt dein Leben von der Geschichte ab, die du dir selbst spinnst. Ich bin kein guter Schwindler. Ich werde starr, bleiern geradezu, die Hände schwitzen. Ich stottere, wenn ich nervös bin. Doch, ich bemühe mich. Ah, der Eckpfeiler aller großen Künste. Der Hauptmann kennt Tedmund nicht gut. Wenn wir ruhig Blut bewahren, wird er meine Befehle nicht hinterfragen. Hoffe ich. Mm-hmm.
Wir kommen zu spät. Hier herrscht großer Schrecken. Wir müssen die Überlebenden retten. Um jeden Preis. Nähern wir uns dem Hauptmann mit Bedacht. Er trinkt zu viel und braucht keinen Grund, um uns zu töten. Ja, ich bin es, Tarn Tetmund. Ich komme, um über meinen Befehl von vor kaum einem Tag zu sprechen. Diese Schweinshaxe bringt uns alle ins Grab. Hey! Lasst uns vor, ihr eitrigen Pusteln am Arsch eines Schweins! Mit wem redest du? Hört auf zu kläffen, ihr Hunde! Ihr seid nun Sklaven Kents! Tarn Tetmund, was machst du denn hier? Wie kannst du es wagen, mich so respektlos anzusprechen? Weißt du denn nicht, wer ich bin? Du bist Tetmund, wie ich sagte. Und ich wollte nicht anmaßend sein, Herr. Mir wurde nur gesagt, du wärst in Hrofeskäster. Ach ja? Und sehe ich so aus, als wäre ich in Hrofeskäster? Nein, Herr. Ein weiser Mann kommt immer unerwartet. Du reist in seltsamer Gesellschaft, Herr. Ein Araber und eine Dänin? Ich bin hier, um deinen Tarn bezüglich meines Volkes zu beraten. Das ist richtig. Eine Art kultureller Austausch. Vielleicht besuche ich eines Tages euer Dänenland. Nordwege. Du hältst mich für eine Fremde. Doch sind wir nicht alle nur ein Abbild der Orte, die wir gesehen haben? Ja, nun, abgesehen davon, hast du weitere Befehle, Herr? Ja, ich befehle. Ich befehle euch, hier nicht weiter rumzulungern, sondern in eure Quartiere zurückzukehren, du Torfkopf. Und die gefangenen Dänen? Du musst sie alle töten, jeden einzelnen von... Verzeih, nein, lass sie hier, gefesselt, als Festmahl für Wölfe und Krähen. Das ist alles, ihr könnt gehen. Husch! Husch. Eine überzeugende Darbietung, welche dir deine Freiheit erkauft hat. Geh, schaffe dir dein eigenes Leben, fern anderer Fußstapfen. Das werde ich. Diese kleine Kostprobe der Macht lässt mich grübeln. Vielleicht habe ich ja das Zeug, ein Anführer zu werden. Ja, beeilt euch, Männer! Warme Schinkel und Ale warten uns! Kommt schon, ihr Faulpelze! Festgebundene Tiere. Ich muss sie befreien. Bei Thor. Vielen, vielen Dank. Wir verdanken euch unser Leben. Diese sächsischen Hurensöhne hätten uns alle getötet. Ja, das hätten sie. Und nun könnt ihr euch rächen. Marschiert mit uns auf Hrofeskäster und plündert seine Schätze. Das würde ich gern. Doch wir sind zu wenige für ein solches Wagnis. Wir haben keine Verbündeten in Westsexe, die wir zum Kampf gegen ihre Landmänner rufen könnten. Mercia wird dem Ruf folgen. Gedrick wird uns eine Wikingerhorde stellen. Wir senden eine Nachricht nach Oxenafortshire. Die Mercer sind nur zu gerne bereit, Westsexe einen Schlag zu versetzen. Wie lautet dein Name, Kriegerin? Runa Ees, Tochter. Wir brauchen Schiffe, Runa. Unsere kleine Flotte ankert flussaufwärts, doch eine Seekette versperrt den Zugang zu Hrofeskästers Mauern. Ich entferne sie, dann könnt ihr mit euren Schiffen kommen. Sammle die Waffen und Rüstung der Gefallenen ein. Gedrick und die Männer von Oxenafortshire werden sie brauchen, um ihre mercische Herkunft zu verbergen. Meinen Kriegern wurde heute Walhall verwehrt. Mir gefällt der Gedanke nicht, ihre Waffen an Sachsen zu verschenken. Sie haben große Opfer gebracht. Das macht ihr Geschenk umso größer. Unser Sieg wird ihnen Gerechtigkeit bringen und ihre Schatten kommen zur Ruhe. Das verspreche ich. Werdet ihr das Rüstzeug mit zur Schlacht bringen? Und wie lautet unser Plan? Am Morgen gehst du nach Buckingham und erinnerst Gedrick an sein Versprechen.
Wenn er zustimmt, suche mich am Ufer nahe Hofeskester auf. Mit den Schiffen. Wir sollten Abt Künebert vorwarnen. Er wird Zeit brauchen, um einen Rettungstrupp aufzustellen. Runa, das übernimmst du. Alles scheint bereit zu sein. Beim ersten Tageslicht breche ich auf. Gut. Das gibt uns Zeit zum Trinken. Du bist weit gereist, um deine Pflicht zu tun. Ist das das Leben eines Verborgenen? Immer unterwegs? Mein Weg ist eher ungewöhnlich. Doch unser Credo reist. Unsere Ideale sind universell. Du hast also keine Heimat? Ich habe keine Heimat. Nein. Seltsam. Für mich ist Heimat Familie. Und die habe ich nicht. Keine? Nicht mal Heitam? Eltern, Brüder, alle tot. Ich verlor meine Eltern, als ich 9 Winter alt war. Ohne Sigurd wäre ich... Ich hätte... Es gibt immer ein unzertrennbares Band. Ja. Kinder. Sind erstaunlich. Sie können dir so viele Sorgen bereiten. Und so viel Freude. Sogar dein Herz anhalten. Und wenn du Glück hast, nehmen sie deinen Platz ein. Das Glück hatte ich nicht. Ich hatte einen Sohn. Ich vermisse ihn entsetzlich. Immer noch. Tut mir leid, Basim. Er wurde mir genommen. Von jemandem, dem ich traute. Einem Freund und Mentor. Einem Mann, dem ich alles anvertraut hätte. Doch wenn du blind vertraust, kannst du alles verlieren. Er hat mir alles genommen. Alles. Hofeskester wird eine harte Nuss. Bereiten wir uns vor. Boah, Junge, 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 Junge. Da wäre das nächste. Entferne die Seekette. Aber Südsexe? Was sollen wir denn jetzt in Südsexe schon wieder? Ah, wie auch immer. So, Freunde der Sonne, ich mache erstmal hier 2 Punkte verteilen. Und dann würde ich sagen, mache ich an der Stelle Schluss und wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tschüss.